Eine Sturmböe ist dem Fahrer dieses LKW zum Verhängnis geworden, als er die Rheinbrücke in Speyer überqueren wollte. Der starke Wind hatte den Anhänger erfasst. Der Fahrer blieb unverletzt, Feuerwehr und Polizei mussten aber anrücken, um den Anhänger zu bergen. Für Manfred Bock verzögerte sich die Weiterfahrt. Er hat den Unfall genauestens beobachtet. Wir sind mit 67 ungefähr gefahren und dann kam eine Böe und dann hat er abgehoben, der Hänger. Dann flog der richtig auf die Leitplanke und den zog er dann hinterher. Nicht die einzigen Folgen, die der Sturm verursacht hatte. Schon nachts kam es zu ersten Behinderungen. An der A6 blockierte ein umgestürzter Baum die Ausfahrt einer Raststätte. Und auch in der Stadt richtete der Sturm Schäden an. Gegenüber der Hauptfeuerwache in Mannheim-Neckarau stürzten Dachteile und ein Schornstein eines Mehrfamilienhauses ein. Verletzt wurde niemand. Hinter der Feuerwehr liegen anstrengende Stunden, denn die Schicht begann früh. Ab 6 Uhr haben wir ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen gehabt. Viele umgeschützte Bäume, abgebrochene Äste, abgedeckte Dächer. Und das Notrufaufkommen war stark erhöht im Vergleichszeitraum gestern. 89 Notrufe, heute in der gleichen Zeit 209. Am Bahnsteig betrübte Gesichter, denn die Reisenden mussten wegen ausgefallener Züge umdisponieren. Erst hat er nur Verspätung gehabt, jetzt fällt er eben komplett aus. Und jetzt muss ich erst mal gucken, welchen Zug ich überhaupt nehmen kann. Das sieht momentan ein bisschen schlecht aus. Wir haben jetzt anderthalb Stunden zu warten bis Ulm. Und dann werden wir weitersehen, ob wir den Zug nach Ulm bekommen und wie es in Ulm weitergeht. Das Wetter kann man nicht beeinflussen, das kann auch die Bahn nicht. Und ich sag mal so, ich habe jetzt hier zwar meinen Anschlusszug nach Trier verpasst, aber warte ich halt auf die Alternative. Irgendwann wird schon Zug fahren. Nicht nur der Verkehrsstrom kam ins Stocken. Auch in Sachen Elektrizität gab es Ausfälle. So saßen mancherorts die Anwohner im Kreis Südliche Weinstraße ohne Strom da. Die Ron-Zuschauer hat der Sturm erwischt. Bei Sabine Weber hat das Fliederbäumchen den Wind nicht überstanden. Das Holzlager von Silvia Winkler fiel ebenfalls dem Sturm zum Opfer. Und so steht für viele nach dem Sturmtief erstmal die Kehrwoche an. Durch den Sturm kam heute auch richtig viel Laub von den Bäumen runter und das kann gefährlich werden, Stichwort Rutschgefahr. Aber wohin mit den ganzen Blättern? Tipps zur Entsorgung gibt's jetzt von Tim Heringer. Herr Heringer, verbrennen darf man nicht, den Laubbläser auch nur zu bestimmten Zeiten nutzen. Welche Alternativen haben wir denn dann noch? Also bei uns im Rhein-Neckar-Kreis gibt es gleich mehrere Möglichkeiten dafür, was ich mit dem Laub in meinem Garten machen kann. Wer einen eigenen Komposthaufen besitzt, kann darauf sein Laub zusammen mit anderen kompostierbaren Abfällen wie Rasenschnitt, Obst- und Gemüsereste und so weiter verrotten lassen. Und dadurch entsteht dann ein nährstoffreicher Humus und ich muss im Frühjahr schon keine teure Gartenerde mehr kaufen. Noch besser ist es, die Blätter einfach liegen zu lassen, da Laub ein natürlicher Winterschutz für Flora und Fauna sein kann. Ein kleiner Laubhaufen in der Ecke ist zum Beispiel ein perfekter Ort für Igel, Insekten und andere Tiere, um die kalten Wintermonate zu überstehen. Und wer keinen Komposthaufen hat, kann sein Laub auch ganz einfach über die Bioenergietonne entsorgen oder kostenlos auf eine unserer AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch oder Hirschberg selbst anliefern. Also wenn einen das Laub im Garten nicht stört, einfach liegen lassen. Aber wenn wir jetzt mal auf das Laub vorm Haus gucken, wer kümmert sich darum? Ich oder die Stadt? Also grundsätzlich gilt, dass die Gemeinden und Stadtverwaltungen die sogenannte Verkehrssicherungspflicht tragen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die Straßen und Gehwege gefahrlos durch die Bürgerinnen und Bürger genutzt werden können. Diese Pflicht kann per Satzung an die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer weitergegeben werden, die diese wiederum bei vermieteten Objekten an ihre Mieterinnen und Mieter weitergeben können. Ähnlich wie es beispielsweise auch bei der Räumung von Eis und Schnee der Fall ist. Aktuelle Einschätzung. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Heringer. Alles Gute Ihnen. Sehr gerne.